Lulu Leve und Massimo Sinato sind bei Let's Dance ausgeschieden. Sie erhielten in Show 9 am 3. Mai 2024 nicht genügend Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitteres Aus für Lulu Leve und Massimo Sinato bei Let's Dance. Obwohl sie nach Magic Moment, Performance und Tanzduell satte 12 Jurypunkte vor den Rückkehrern Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin lagen, mussten sie die Show verlassen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stimmten vermehrt für die Konkurrenz und gingen nach dem Aus auf Profitänzer Massimo los. Aus bei Let's Dance. Fans gehen auf Massimo Sinato los. Eigentlich gehört der seit Jahren zu den beliebtesten Profis der Show, siegte bereits mit Sofia Tomala, 2010, und Lilly Paul Roncalli, 2020. Doch jetzt schlägt ihm in den sozialen Netzwerken unerwartet heftige Kritik entgegen. In den Kommentaren der offiziellen Let's Dance Instagram-Seite schimpfen einige über seine Choreografien. Dort heißt es etwa: Massimos Choreografien langweilen mich mittlerweile. Seit Jahren fast immer dasselbe. Massimo, wie immer, selbstverliebt. Alles zu viel heute und der Tiefpunkt. Dieses furchtbare Outfit. Massimo macht immer die gleiche Choreo. Beine strampeln in der Luft, Hebefigur folgt auf Hebefigur. Voll berechenbar und langweilig. Massimo Show wie immer. Zeit zu gehen dieses Jahr. Auch Lulu Leve hatte für ihre Gesangseinlage gleich nach dem Auftritt Kritik einstecken müssen. Bei einigen rückte die schöne Liebeserklärung an Ehemann Basti, die Joachim Jambi zu einem Sexspruch verleitete, dadurch glatt in den Hintergrund. Zuspruch gab es von der Jury. In der Show und auch hinterher auf Instagram. Mozzi Mabuse stelle in den Kommentaren klar: Respekt für alle. Von zu Hause böse zu schreiben ist einfach. Absolut alle geben Gas. Also bitte Respekt für diese Menschen.